Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Tupac VR. Ja, heute werde ich euch was zeigen, um den Komfort der Quest 3 zu optimieren, zu verbessern, denn das originale Headstrap ist jetzt natürlich nicht so doll. Ich habe schon ein Video gemacht für die Firma AMVR. Das ist auch ein cooles Headstrap. Bisschen kostengünstiger als das, was ich euch heute so vorstelle, aber das heute hat auch ein Batteriepack, von daher ist es ein bisschen teurer, aber trotzdem, dennoch ist das AMVR-Headstrap auch super. Und das zeige ich euch heute. Ich habe zwei Dinge für euch quasi mitgebracht und zwar habe ich einmal das M3 Pro Headstrap von Bobo VR. Nur zur Information, ich habe zwar Bobo VR angeschrieben, habe aber keine Antwort mehr erhalten. Das habe ich mir selber gekauft, ist von meinem eigenen Geld, also aber da ich ein riesen Fan von diesem Headstrap bin, wie auch schon bei der Pico, das habe ich damals von Bobo bekommen, aber wie gesagt, das ist einer meiner Lieblings-Headstraps überhaupt. Das gehört jetzt nicht dazu. Das ist ein Aufsatz, ich weiß jetzt gar nicht mehr von welcher Firma, Zyber oder sonst wen. Habe ich aber auch ein Video zugemacht, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, werde ich euch am Ende mal rein verlinken. Also gibt's super viele Aufsätze und Zubehörteile für VR-Headsets überhaupt. Ja, wie gesagt, das ist das Pro Headstrap M3 für die Quest 3, damit wir auch noch einen Akku dabei haben. Ich habe bereits zwei Akkus von der Pico noch und eine kleine Ladeschale habe ich auch. Das heißt, ich kann relativ schnell immer schön wechseln und ich werde ein Unboxing machen, ich werde ein Montagevideo machen und dann werde ich auch nochmal testen, ob der Akku hier drin auch die Quest 3 lädt. Das ist immer so ein bisschen ein Problem wohl, auch bei dem aktuellen originalen Headstrap wohl von Meta. Und das werde ich mal schauen, ob das denn wirklich auch schafft, die Quest 3 zu laden. Es soll bis zu 1,5 Stunden längere Spieldauer haben pro Akku. Das heißt, wenn ich dann mehrere Akkus habe, wechsle ich die einfach, zack, dran und fertig ist das Ganze. Zeige ich euch dann gleich mal, wie das schön gewechselt werden kann. Und dann habe ich noch was bekommen von Bobo ohne Nachfrage oder sonst was. Das ist das M2 to M3 Retrofit Kit. Und das ist, wenn ihr ein Bobo Headstrap für die Quest 2 habt, könnt ihr das M2er in M3 verwandeln. Das ist ein Umbaukit, ist alles dabei, was ihr braucht, ist auch kostengünstig. Ich war irgendwann 20 Euro, zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Ich habe Bobo angeschrieben, dass ich das leider nicht vorführen kann, weil ich kein M2 habe. Sonst hätte ich auch wirklich einen Umbau gemacht und so weiter. Habe ich leider nicht. Schade eigentlich. Vielleicht werde ich das verlosen, mal schauen, weil ich kann damit nichts anfangen. Wenn ihr Interesse an einer Verlosung habt, vom M2 zu M3 Retrofit Kit, schreibt einfach gerne, dann können wir darüber mal eventuell ein Video machen. Ich werde euch das aber gleich auch nochmal zeigen. Auf der Homepage von Amazon sind Affiliate-Links, die ich unten in die Beschreibung packe. Das heißt, ihr habt keinen Kostenaufschlag. Ich bekomme aber eine kleine Provision. Ihr helft meinem Kanal dadurch, weil das Ganze, was ich hier mache, kostet natürlich auch viel Geld und der Kanal trägt sich nicht von alleine. Ich investiere halt immer noch weiter rein. Das wird auch noch lange Zeit so sein, aber nichtsdestotrotz macht es mir Spaß und ich möchte auch VR weiter begleiten. Von daher bin ich auch bereit, da ein bisschen selber zu finanzieren. So, lasst uns mal kurz auf die Amazon-Seite gehen, dann zeige ich euch das Ganze mal. Das, hier sehen wir das M3 Pro Strap und alles, was dazugehört. Hier haben wir das Headstrap selber. Es ist noch ein Ladekabel für diesen Akku hier, ist am Start dabei. Dann haben wir dieses Wabenmuster für hinten am Hinterkopf. Das kann man tauschen, was man hier sieht. Das ist, glaube ich, per Klettverschluss gewesen. Schauen wir uns aber gleich nochmal genau an. Und das ist halt mehr, wenn man ein bisschen Sport treibt und so weiter. Soll es wohl ein bisschen ein anderes Gefühl auch haben. Ich fand beide sehr angenehm, zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Das Set hier kostet 69,99 Euro. Ist aktuell nicht verfügbar, wird aber immer mal wieder verfügbar sein. Also ich habe auch am 18. Dezember zugeschlagen, als dann mal wirklich wieder verfügbar war. Und ja, hier haben wir halt wirklich nur ein Akku dabei. Es macht Sinn, nochmal einen zweiten dazu zu bestellen. Ich schaue auch mal, was ich noch unten verlinken kann an Zubehörteilen, dass ihr dann eventuell eine Ladeschale noch dabei habt oder noch einen zweiten Akku. Schaue ich mal, was da möglich ist.
Und ja, hier seht ihr die anderen Bobo-Sachen noch. Also die, ich finde die Headstraps richtig gut, richtig gelungen. Und mir haben die immer mega gut gefallen. So, das ist das Pro-Headstrap, wo es drum geht. Und das ist das M2 auf M3 Pro Nachrüstsatz. Und das sind die Teile, die dabei sind. Und ja, so könnt ihr dann relativ schnell, das auch ein Video dabei verlinkt, ja, den M2-Ersatz in M3 verwandeln, habt also quasi ja, relativ kostengünstigen Quest 3 Headstrap und das kostet 20,99. Also ich finde sowas cool, ist auch nachhaltiger, als wenn ich jetzt, sag ich mal, es wegschmeißen muss, das Quest 2 Headstrap, weil ich es nicht mehr auf der Quest 3 verwenden kann. Also echt gut, aber ich kann es leider nicht für euch testen, weil ich das M2 halt nicht habe. So, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich beim Unboxing. Ja, schauen wir uns erstmal das Paket an. Ich habe es bereits einmal geöffnet, also nur hier mal eingeschnitten. Und schauen wir mal rein, ich habe noch nicht reingeschaut. Und ja, hier haben wir direkt eine kleine Anleitung. So. Aber es wird nicht allzu schwer sein, denke ich mir. So. Oh, so edel, so eine kleine Folie da drin. Hier haben wir so einen Aufkleber, Linsenaufkleber vielleicht. Bin mir nicht sicher, müsste ich mir mal anschauen. Ist durch die Verpackung leicht beschädigt worden. So, nehmen wir das Ganze mal raus. Das ist schon mal der erste Teil. Und hier sehen wir auch die Akkuaufnahme, hier die Verstellung vom Headstrap. So, und hier hinten seht ihr, das ist jetzt Hinterkopfhalterung. Da ist jetzt noch nichts drauf, das wird noch im Paket liegen. Das wird gleich aufgesteckt und schauen wir uns dann aber auch mal an. So, legen wir das erstmal hier hin. Ah, da ist es ja schon. So, also das ist die Kopfhalterung für hinten und das ist ein richtig schönes, weiches Kunstleder, also schmiegt sich richtig schön an. Und zusätzlich dazu, also das ist alles per Klettverschluss, wie ihr seht. Könnt ihr das bequem abmachen, sind diese Silikon-Waben-Teile dabei. Die sollen noch ein bisschen mehr Grip geben. Also das ist ein richtig ganz weiches Silikon-Gummimaterial. Und ich fand die beim Spielen auch angenehm. Das muss man echt entscheiden, was man da lieber hat. Ich kann mir gut vorstellen, das hier ist natürlich für Sportspiele auch in gewisser Maßen, wie man schwitzt, ist es okay. Das wird natürlich komplett schön abwaschbar sein. Das mache ich ab, mache es unterm Waschbecken sauber und fertig. Also sehr hygienisch, das Ganze. So. Dann haben wir hier noch einen kleinen, da wird der Akku wahrscheinlich drin, ein ganz kleines Päckchen und das war es eigentlich schon. Und ich versuche natürlich auch noch gleich rauszufinden, warum hier diese Schutzfolien für die jeweiligen Teile. Vielleicht schauen wir uns gleich mal einfach das Video mal an, was auf der Seite zu sehen ist. Batteriepack kompatibel with Quest 2. Also das müsst ihr mal aktualisieren, unbedingt. Seht ihr es, glaub ich, nicht. So, solltet ihr das aber sehen. Okay, so eine kalte kleine Anleitung, ne? So. Ja, Ladekabel ist dabei, damit ihr das, wenn ihr keine Ladeschale habt, von oben, zeige ich euch gleich auch, einstecken könnt und dann jeden Ladegerät anstecken könnt, was ihr so habt. Oder am PC selber, geht auch. So, das ist der Akku. Mit den vier Balken werden die Ladezustände angezeigt. 100% vier LEDs. Dann, ich glaube, 75, 50, 25, glaube ich zumindest, dass es das war. Wir haben hier einen 5200 mAh Akku. Und wie gesagt, wenn ich das laden will, habe keine Ladeschale. Einfach hier oben eingesteckt
ans Ladegerät dran, an den PC dran und einfach warten, bis das Ding voll ist. Also bis hier nichts mehr blinkt, weil die blinken beim Laden. Soweit ich weiß, ich stecke mal kurz auf meine Ladeschale. Ja. Der ist aber voll. Der ist voll. So. Dann haben wir das Ganze. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das Video an. Instruktionen von Bobo. Und dann vielleicht sehen wir dann auch, was das hier soll. Bis gleich. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz das Instruktionsvideo an, damit wir genau wissen, was eventuell hier mit Phase ist. Und ja, schauen wir mal kurz rein. Und wie wir schon sehen, die sind gar nicht hier aufgelistet. Ich wüsste auch jetzt nicht, für was die da sind. Ich zeige euch gleich, das sind einfach blaue Folien. Ja, wie wir sehen, wird auch einfach nur drauf geschoben, das ganze Headstrap. Und auch nicht geklickt. Und das war es dann auch eigentlich schon. Facecover wieder drauf. Kabel verlegen. Akku drauf, Spaß haben. Ja, das war's von den blauen Folien. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwas mit den Linsen zu tun hat, aber ich würde sie jetzt nicht drauf machen. Ich zeige euch mal ganz kurz, ich mache mal eine Seite ab. Es ist einfach nur so eine blaue, durchsichtige Folie, Schutzfolie vielleicht für die Montage, dass man nichts zerkratzt. Kann natürlich sein, das wäre jetzt mein einziger Gedanke, so ein Montage-Sicherheitsteil, sage ich einfach mal, damit man die originalen Linsen nicht verkratzt. Das kann sein, aber werde ich jetzt nicht benutzen. Ich habe eh die VR-Optika-Linsen drin. Kann ich jedem nur empfehlen, der Brillenträger ist wie ich. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, kommen wir zur Montage und Demontage vom alten. Also einfach nur Facecover abmachen. Habe ich hier schon gemacht. Wird ja einfach nur gezogen und fertig ist die Sache. Dann kippen wir das Ganze einfach nur. Ist egal in welche Richtung. Aber ihr seht ja, wie einfach das ist. So, jetzt haben wir einfach die ganz normale Quest, so wie sie ist. Und jetzt gehen wir hin und montieren erstmal die Hinterkopfstütze an den Bobo VR Headstrap. Und das wird hier gemacht. Hier hinten, wie eben schon gesagt, kommt der drauf. Und hier ist auch nochmal extra eingraviert rechts, links, damit wir wissen, welcher Pin draufkommt. Hier ist dann auch nochmal links und rechts. Also man kann echt nichts falsch machen. Und die kommen hier in diese Löcher rein. So. Und da, hier haben wir halt die Nasen und die steckt man dann einfach da in die Löcher rein. Ich versuche es mal für euch dann auch zu zeigen, aber wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. So. Das kann man nicht wirklich zeigen. Man muss es hinten auch nur ein bisschen fixieren und biegen. Und dann muss man es einfach zu sich drücken. Und dann rastet das ein. Und wie ihr seht, ne? Also hier die Kopfhalterung wird wahrscheinlich noch eine sein, die auch für einen Headstrap durchzuziehen ist. Wir haben bei dem aber keinen Headstrap, weil der Kopf wird hier durch diese Dinger abgefangen, die ihr hier seht, hier oben. So eine andere Art von Kopfhalterung und vorne und hinten halt gehalten. Und ich bin gespannt, wie das ist. Und ja, jetzt werden wir es einfach hier mal montieren. Wird einfach draufgeschoben. Hier habt ihr auch noch mal extra so eine Eingravierung für, ich versuche es mal besser zu zeigen, hier rechts und auf der anderen Seite links, damit ihr nichts falsch machen könnt. Ich wüsste aber jetzt nicht, wie ich den andersrum. Wenn ich den so mache, okay, dann habe ich oben und unten vertauscht. Macht aber auch keinen Sinn, ne? So, wir schieben den jetzt drauf. Ja, Quest meldet sich auch direkt, will direkt starten. So, warte mal, ich versuche es mal euch besser zu zeigen. So, einfach vorsichtig drüber ziehen, schieben. So. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass beide bis zum Anschlag müssen, bis man
dann hier nicht mehr weiter kann und auch hier nicht mehr weiter kann. Und dann wird halt später das Kabel dann halt verlegt. Das machen wir gleich noch. Und jetzt ist ganz wichtig, ihr habt hier vorne, so, vorne habt ihr dieses Band und das muss vorne auch rein, wo vorher dieses Kopfband dran war. Das müssen wir da ein bisschen reinfummeln. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so einfach sein, euch zu zeigen. So. Ich drücke das jetzt da durch. Hoffe, dass das relativ auf der anderen Seite schnell wieder rauskommt. Genau. Dann muss ich mir das irgendwie greifen. So. So. Dann ziehe ich es einfach und das ist ein Klettverschluss, der wird dann einfach hier so. So ist er fest. Kann nicht mehr weg. Und jetzt haben wir das Kabel hier und würde ich fast überlegen oder schon sagen, dass das hier so hat sich auch direkt gemeldet, die Elektronik. Und da muss man mal gucken, wie man das am saubersten abfangen kann, aber so sieht es schon nicht so schlecht aus. Ich bin mir jetzt auch aktuell noch gar nicht sicher, aber ich glaube, das wird wirklich komplett bis nach da geschoben. So, jetzt werde ich das Facecover wieder aufsetzen. Das ist noch das Originale. Ich bekomme bald ein anderes, werde ich das euch dann auch zeigen, dass es da auch bessere gibt als das originale Facecover. So, jetzt muss ich das Ganze wieder montieren. So, zack. Fertig. Und man muss natürlich vom Kabel her, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, je nach Kopfgröße muss man ein bisschen Spielraum haben, damit das Kabel auch mitgehen kann. Wäre blöd, wenn es auf einmal so unter Zug ist und dann an der Buchse zieht, macht alles keinen Sinn. So, jetzt werde ich das Ganze mal hier testen. Macht einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Ja, also ist schon ein Riesenunterschied zum Originalen. Sehr cool. Und jetzt werde ich auch mal hier Akku hinten drauf. Na, jetzt muss ich das nur noch mal finden. Na, willst du wohl. So. Ja, ich muss erstmal den Abstand. Bei der Pico ging es dann einfach so zack. Ich hatte direkt die Höhe, die Tiefe und so weiter. Aber wenn man einmal weiß, wo das Ganze ist, ist es auch relativ einfach, seht ihr ja. Und der snappt immer schön ein. Also schon perfekt. Und wenn das Facecover, das gefiel mir noch nie, wenn das jetzt noch ein anderes wird, dann glaube ich, habe ich ein perfektes Headstrap für die Quest 3 gefunden mit Batteriepack. Das andere von AMVR ist auch echt super bequem, toll, aber hat halt kein Batteriepack und das fehlt mir echt, besonders wenn ich Videos aufnehme, dass ich ein bisschen mehr Spieldauer habe. Und ja, also macht echt einen super Eindruck, muss ich sagen. Und ihr könnt hier, also die Pico-Akkus sind genau die gleichen wie für die Quest 2, 3, also das System ändert sich nicht und ist echt richtig, richtig tolles System, muss ich einfach sagen. Auch besonders, weil die Akkus dann hinten sind, da fällt es dann auch nicht so auf vom Gewicht her. Und ja, also 69,99 finde ich vollkommen gerechtfertigt, weil wir hier halt auch ein Batteriepack dabei haben. Wir haben ein Kabel dabei und alles dabei. Das Headstrap ist super bequem. Wir haben noch die Möglichkeit, auf dieses Hinterkopfpolster zu wechseln, auf dieses hier. Also alles dabei, was das Herz begehrt. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Also ich bin ein Fan davon. Kann es nur empfehlen, wer was mit Batteriepack braucht, sollte sich das definitiv mal anschauen. Und jetzt werde ich auf jeden Fall mal schauen, lädt die Quest mit dem Akku. Und dann werde ich das gleich noch euch mitteilen, weil soweit war ich halt noch nie, ne? Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So Leute, die Quest 3 war auf 92%. Ich habe die jetzt mal ein bisschen dran gelassen und wie ihr seht, ist jetzt die LED hier grün. Ja, hier die.
Und normalerweise, wenn die normal lädt, ist die orange. Und ja, der hat die komplett auf 100% aufgeladen. Natürlich wird es im Spiel nicht passieren, dass die die auf 100% laden kann, weil dazu ist viel zu viel Stromverbrauch dann von der CPU, GPU vorhanden, die nicht ausgeglichen werden können. Aber trotzdem ist es ein Indiz dafür, dass der hier vernünftig benutzt wird. Er lädt permanent den internen Akku und so war es dann auch bei der Pico 4. Also da habe ich auch extrem gemerkt, wie viel Spieldauer ich dadurch noch erreichen konnte und was vorher nicht der Fall war. Wie gesagt, Komfort ist top und ich kann euch jetzt leider kein Sportspiel oder so damit zeigen. Ich habe immer noch Probleme mit meiner Bandscheibe, mega krasse Probleme und deshalb kann ich euch jetzt nur das hier so zeigen. Aber vom Komfort her, es sind Welten zu dem, was hier original dabei war, ja, bei der Quest 3. Und es wird vorne richtig schön abgefangen. Oben hat man auch ein richtig schönes Gefühl. Kannte ich so auch noch nicht, diese Zwei-Punkte-Technik hier. Und hinten sowieso, also das Polster ist perfekt. Und wer wirklich Sportspieler sowas macht, kann auch dieses Wabensilikon benutzen. Ich kann das nur empfehlen. Achtet darauf, wenn ihr Interesse daran habt, dass ihr wirklich eine Zeit erwischt, wo ihr das bestellen könnt. Und die sind immer wieder vergriffen und ausverkauft, weil die so beliebt sind, weil die so toll sind. Und ja, wie gesagt, schlagt zu. Ich werde euch alle Links unten in die Beschreibung packen, definitiv. Und werde auch nochmal raussuchen, ob ich noch einen Link finde für Batterie, Ladeschale, für Ersatzakku und so weiter. Weil mit einem Akku kommt man natürlich weiter. Aber wenn man wirklich so jemand ist, der mal 4-5 Stunden gerne spielt, ist es schon sinnvoll, dass ich eine Ladeschale habe und einen Ersatzakku, dass ich quasi wechseln kann, leeren Akku auf die Ladeschale und dann weiterspielen kann in dem Augenblick, wo der dann auch wieder ein bisschen leerer wird, kann ich dann auch wieder wechseln und so weiter und so fort. Also das macht schon Sinn. Und solltet ihr dann definitiv auch machen. Aber erstmal mit diesem Set 69,99 Euro seid auch auf einem guten Weg, habt einen tollen Komfort, ihr habt mehr Spieldauer und ja, das ist das Einzige, was eigentlich in VR zählt. Von daher sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Kommentare sonst geben wollt, gerne unter die Kommentare schreiben. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, Like raus natürlich, würde mich auch freuen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.